So, meine lieben Freunde, ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Far Cry 2. Wir haben hier unseren ersten Kameraden mitbefreit. Wir sind natürlich im letzten Part so schön in Afrika angekommen, wollen mehr oder weniger die einfachste Mission überhaupt nehmen, nämlich einfach nur den Schakal töten. Und es ist natürlich etwas ganz anders gelaufen, als wir uns das eigentlich mit vorgestellt haben. Aber na gut, nichtsdestotrotz, ja, wollen wir uns hier noch damit begnügen, dass wir noch ein bisschen Freude haben und erstmal einen Anruf entgegennehmen. Rivien, Sie haben sich gut geschlagen. Vielleicht war ich in meiner Beurteilung etwas vorschnell. Wer gute Arbeit leistet, wird auch bezahlt. Kommen Sie nach hinten zum Pier und ich zahle Sie aus. Na, das wollen wir doch mal gerne in Anspruch nehmen. Natürlich wollen wir uns auch hier gerne mit bezahlen lassen. Keine weitere Munition gibt es erstmal hier noch. Ich weiß gar nicht, gab es hier eigentlich an dem Far Cry 2 schon Alarmsysteme, die man jetzt deaktivieren konnte? Oder gab es das erst wirklich ab Far Cry 3? Naja, auf jeden Fall, eine Kondition ist hier nur bedingt möglich, wie wir gerade mit festgestellt haben. Weil, ist einfach so. Und ich würde mal zumindest sagen wollen, obwohl wir zwar hier ein Tag- und Nachtsystem mit haben, würde man es zumindest für sehr gut halten, wenn wir am besten gleich wieder ein Tagsystem wieder mit am Start haben, um dann somit weniger Stress mit vorzufinden, weil tagsüber ist es doch wesentlich viel schöner als in der Nacht. Obwohl, vielleicht werden wir dann auch mal spontan immer wieder mal Tag und Nacht hier wieder mit haben. Müssen wir mal sehen. Naja, gut, was soll es. Aber zunächst wollen wir uns erstmal noch ein bisschen von unseren Stress-Eskapaden etwas ausruhen und wir stellen mal die Uhr auf 6 Uhr morgen. Das passt. 6 Uhr morgens, los geht's. Wir müssen uns ja ein bisschen ausruhen und der Morgenstund hat Gold im Mund. Der frühe Vogel kann nicht mal, so heißt es ja zumindest von der Motivation her und deswegen läuft es doch. So. Natürlich müssen wir ja mit berücksichtigen, es muss ja immer wieder neu gespeichert werden. Na gut, was soll's. Was soll's, dann haben wir einfach hier 10.000 Speicherpunkte. Das kann ich nicht mitnehmen, das ist auch nicht schade. Schade mit Öl. Okay. Aber na gut, nichtsdestotrotz wollen wir nicht nur unsere Belohnung abholen, sondern darüber hinaus auch noch den... Der spackt gerade übelst herum in diesem Auto. Eigenartig. Naja, kannst du machen, nichts, muss er gucken zu, ist einfach so mit am Start. Was wollte ich damit jetzt noch eigentlich sagen? Stimmt, wir werden natürlich jetzt hier die nächste Mission hier entgegennehmen. Können jetzt mehr oder weniger hier auf Open World Modus gehen, glaube ich. Oder, nee, können wir glaube ich noch nicht. Ich glaube, es ist noch so angesetzt, dass wir jetzt noch zeitweise hier noch ein bisschen linear den Missionsdrang hier mit haben und erst danach haben wir quasi unser Open World Modus. Naja, was soll's, gehen wir aber erstmal generell zurück und holen uns unsere Belohnung. Und eigentlich wollte ich so stilvoll mit einer Handbremse hier 180 Grad Drehung machen, aber naja. Hallöchen, was haben wir denn hier für ein Fahrzeug? Ja, das wird ja spaßig. Na, dazu kommen wir auch noch. Gut. Aber ich glaube, künftig müsste es jetzt so sein, wenn wir jetzt hier diese Mission hier beendet haben und dann irgendwann später mit reingehen, können wir nicht einfach so mit reinspazieren, sondern hier heißt es dann, wir müssen uns dann halt, beweisen. Hey, Sie haben es geschafft. Jo. Hören Sie zu, die einzige Währung, die hier zählt, sind Rohdiamanten. Lassen Sie sich nie Papiergeld andrehen, damit wische ich mir nicht mal den Arsch ab. Wenn Sie für die UFLL arbeiten, werden Sie in Steinen bezahlt. Einer meiner Jungs, nicht der Klügste, hat gestern einen Koffer mit Diamanten hierher gebracht. Er hat ihn irgendwo im Lager verstaut und sich dann in der Stadt eine Kugel eingefangen. Vielleicht haben Sie ihn ja getötet. Aber egal, wenn Sie die Steine wollen, suchen Sie sie. Im Koffer ist ein Peilsender, auf den Sie Ihren Kompass ausrichten können. An Ihrer Stelle würde ich mir erstmal Medikamente kaufen. Mit der Malaria ist nicht zu spaßen. Versuchen Sie es im Mikes, da hängen die ganzen ausländischen Cabrons rum. Werden Sie gesund und kommen Sie dann ins Frontbüro in der Stadt. Ich stelle Sie Gakumba vor und bringe Sie bei uns rein. Hey, er kommt raus! Hasta luego. Meine Fresse, aber auch der redet hier wirklich hier wie ein Wasserfall. Naja. Wir nehmen aber erstmal generell hier neue Waffen am besten mal mit. Haben wir vielleicht hier noch irgendwas hier drin, wo wir uns mal... Nö, haben wir eigentlich nicht. Okay, dann ja, raus mit uns. Und tschüss. So, bei geöffneter Kiste sehen Sie manchmal auf dem GPS ein blinkendes... geöffneter Karte. Kiste, ja. Okay. Also... Dann wollen wir mal gucken, Karte war das.
So, ah ja. Genau, jetzt sehen wir natürlich auch hier ein grünes Symbol. Und da müssen wir dann zwei Personen mit hin. Und dieses grüne Symbol wiederum dient natürlich schon dafür, dass wir damit sowohl Diamanten als dann auch später, ich glaube, hier diese ganzen Schakalbänder damit finden. Und das ist alles. Eins von 221 Diamantenkoffer gefunden. Oh, na, das hört sich doch nach einer Herausforderung mit an. Also, in der Theorie zumindest. Ich habe jetzt schon keinen Bock, 221, nee, jetzt eigentlich noch 220 Diamantenkisten zu finden. So. Also. Jetzt hätten wir zumindest, ja, unseren Spaß halt. Jetzt müssen wir lediglich nur zu Mikes Bar, wieder den ganzen Weg wieder mit zurück. Ich glaube, es hackt. Aber wir können dann eigentlich zwischenzeitlich noch zu Slaufer-Haus. Zu Cockfights können wir auch noch mitgehen. Und das Interessante ist, hier gibt es insgesamt 13 Diamanten, die wir irgendwo mitfinden können. Das sehen wir quasi links oben auf der Karte. Und deswegen würde ich mal sagen, machen wir mal straight los. So. Also, erkundigen wir uns mal und nehmen wir mal einen kleinen Drink. Und ich glaube, hier war sogar das, also diese Waffensysteme hier, die waren sogar beschissen. Würde ich das mal an. Also das hört sich für mich so an, dieses Maschinengewehr, wie als würdest du mit einem Stock an irgendeinem Holzlattenzaun dort langrennen. So hört sich das irgendwie an. Und mit dem Unterschied, dass du dann nicht wirklich, Kugeln verballerst. Naja. Hier gibt es zumindest erstmal nichts mehr und bei Bedarf können wir natürlich hier mal, ja, die Artillerie mal mitwechseln. Okay. Aber ich glaube, jetzt dürfte es zumindest so sein, wenn wir vorhaben, irgendwo mit lang zu fahren, dann müssen wir eindeutig eben jetzt auf die ganzen Patrouillen jetzt mit achten. So, der Tank ist natürlich anfahren, aber direkt durch die Stadt mit durch. Können wir eigentlich machen, aber ich würde mal sagen, das brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, halt, sondern wir nehmen am besten mal gleich diesen Weg hier. Bei Bedarf können wir dann später auch mal gucken, wo wir eigentlich was mit finden. Wir gucken mal jetzt mal hier an der Kreuzmann mit vorbei, da wo wir vorhin ja lang gefahren sind, also im letzten Part schon mal mit lang gefahren sind. Und wollen mal schauen, ob jetzt zufälligerweise dort ist hier 10.000 Leute jetzt dort mitstehen, die uns jetzt hier einen freundlichen Bleihagel zur Begrüßung gegenüber schicken. Kann das sein. Bisher wissen wir das noch nicht, aber werden wir möglicherweise gleich sehen. Ne, hier noch nicht. Aber man sieht doch schon, das Teil ist auch hier wieder komplett aufgebaut. Also, da merkst du natürlich schon, du kannst auch immer dort durchbrettern, juckt mal gar keinen. Nach einer gewissen Zeit ist es eh wieder mit aufgebaut, sobald du in einem anderen Areal ist. Naja. So, wir dürften jetzt eigentlich keine neuen Leute mit sein, da wir ja diese hier beim letzten Mal hier mit einem Bleihagel schon mal ins Jenseits mitgeschickt haben, nachdem wir zuvor zweimal ins Gras gebissen haben. Aber naja, was soll's. Gut. Mikes Bar, da geht's lang, deswegen machen wir das. Und ich wollte zumindest mal sagen, die Leute, die sind natürlich mal wieder auferstanden aus den Toten, weil... Oder die haben eindeutig etwas dagegen, dass wir mit 120 Stundenkilometer hier dort durchgebrettert sind. Kann natürlich auch der Fall sein. Naja. Gut. Mikes Bar, da sind wir. Das ist an sich hier die Söldnerhütte. Mehr oder weniger. Hier treffen sich hier alle verrückten Söldner, bis zum geht nicht mehr. Und hier gibt es nicht zufälligerweise, komm schon, das ist so ein riesengroßer leerer Bereich. Hier gibt es nicht zufälligerweise irgendwo so eine blöde Diamantenkiste. Irgendwo, bei Bedarf. Dachte, hier wäre vielleicht mal irgendwo eine gewesen. Oder vielleicht müssten wir erst in einem bestimmten Radius mit sein, weil ich könnte mich doch, glaube ich, daran erinnern, dass es hier doch irgendwo doch so eine verkappte Kiste doch mal mitgegeben haben müsste. Aber sogar hier drin? Nee. Naja, gut, dann halt eben nicht. Gut, egal. Mit der RPG wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt hier ins Haus fallen, weil wir ein bisschen doof. So, wo genau müssen wir eigentlich hin? Da ist natürlich Mikes Bar, aber wir sollen erstmal dahin zum Waffenladen. Dann gehen wir doch mal dort rein. So, dieses Gebäude ist ein Waffenladen, damit können Sie Austausch gegen Diamanten, Waffen und Ausrüstung kaufen und verbessern. Läuft. Na dann klopfen wir doch mal an. Hallo. So, wenn der Waffenhändler hier ist, bietet er die Mission an, durch die neue Waffenausrüstung freigeschaltet werden, die Sie über den Computer kaufen können. Im Moment ist der Waffenhändler nicht verfügbar, versuche sie später wieder. Ja, ich auch. So, die AK-47, die dort ist, die hätte ich sehr gerne. Ach stimmt, ich glaube, hier gibt es sogar im Spiel die goldenen AKs. Also...
kann ich mich glaube ich daran erinnern, so random oder so liegen dann hier goldene AKs dann hier mit rum und das könnten wir dann für unseren Zweck irgendwie benutzen. Na gut, gucken wir mal nach, mal sehen hier, was wir hier für neue E-Mails mit am Start haben. Ach, ist das schön. Dieser Ton eines 56K-Modem, wenn so die Verbindung aufgebaut wurde. Naja, gut, jetzt können wir erstmal nicht mehr telefonieren, aber das ist erstmal vollkommen egal. Wir wollen mal gucken. Das Sturmgewehr G3KA4, das was wir quasi geschenkt bekommen haben, können wir jetzt hier nachträglich damit kaufen. Ansonsten müssten wir uns immer wieder etwas von den Leichen uns mal ausborgen. Homeland 37 haben wir schon mit gesehen. Was haben wir noch? Eine Makarov. Oh, die ist böse. Die ist böse. Ansonsten haben wir noch Sprengsätze, Mörser und wie ist der Teufel rein zu Handbücher? Steht erstmal noch nichts zur Verfügung. Und ich habe gerade allen jetzt gedacht, dieses Geräusch hier, das wäre so, als würde der Söldner gerade entfahren lassen. Hätte sein können. Vielleicht hat er zu viele Bohnen gegessen. Na komm, wir nehmen hier unsere Waffe, die wir schon mit haben, aber egal. So, bezahlen. Sobald eine Waffe gekauft haben, steht in der Waffenkammer neben einer unbegrenzten Anzahl an Waffen zur Verfügung. Gekaufte Waffen sind immer in einem perfekten Zustand. Das ist natürlich ein Wort. Denn irgendwann wird es natürlich auch mit der Fall sein, dass wir so gesehen mal eine Waffe vorfinden, die dann ja ziemlich verrostet ist und dann haben wir so ein Problemchen, sag ich mal. So, wo haben die? Achso, die haben wir hier. So, das heißt, wir können immer wieder eine neue Waffe hiermit aufsammeln. Mission abgeschlossen. Achso, es war sogar notwendig, dass ich mir eine neue Waffe mir noch kaufen und die dann ausrüsten müsste. Naja, so. Wir haben erstmal nichts Besseres zu tun. Mal sehen, die sieht man nicht so schön aus, die auch nicht. Wir nehmen mal, na komm, nehmen wir die hier. Die anderen neuen, die hier liegen, die sind irgendwie nicht so gut genug. So, dann hätten wir noch Ausrüstung, alles Mögliche. Na gut. Gehen wir erstmal wieder nach draußen und jetzt bestimmt erstmal in Mike's Bar. Das muss natürlich erstmal sein. Oder? Ja, natürlich. Wird auch so richtig schön angezeigt. Na gut, dann machen wir das einfach mal. Was ist denn eigentlich hier oben? Ist das hier so eine reguläre 0815 Hütte? Sie drohen damit, unser Land zu verlassen. Sagt ihnen, was ich euch nun sage. Geht nicht. Wir stehen an einem entscheidenden Punkt in der Geschichte unseres Landes. Männer, Frauen und Kinder. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Jeder muss bleiben und für die Sache der UFLL kämpfen. Naja, von mir aus. Also, mal sehen, diesen DJ, ich glaube sogar, den werden wir ja auch noch in irgendeiner Mission mal begegnen. Naja, egal. Gehen wir erstmal hier rein und holen uns erstmal ein schönes, geiles Bier. Hat doch keiner was dagegen. Ach, dann haben wir ja gleich noch den zweiten Söldnerin. Ja, gut. Ich bin's, Paul Ferren. So. Ich gehe natürlich erstmal so richtig schön ignorant an dem vorbei. So, dies ist ihr erster und bester Kamerad. Er wird sie während bestimmten Missionen kontaktieren und ihr alternative Wege. So, als Belohnung können sie ihren Ruf steigern oder ihre Unterkünfte verbessern. Sie haben mir mal geholfen? Ja. Haben Sie noch Pillen? Kein Problem, ich kann Ihnen helfen. Der Mann da, er hat jede Menge. Ja, natürlich, der da. Und dort haben wir... Ja, warte mal, was haben wir denn hier so Feines? Operations Field Manual, okay. Wo ist denn jetzt hier mein kaltes Bier? Das ist ja alles ja lauwarm. Das, nee, das akzeptiere ich nicht. Bedienung, ich, obwohl auf der anderen Seite hier sieht es auch ziemlich schäbig aus. Ach, wie geht's? Naja. Hallo. Ah, hier ist das Scheißband. Alles klar? Das ist alles, mehr habe ich nicht. Und was soll ich jetzt damit? Wollen Sie es nicht zerstören? Ihre Freunde machen das sonst immer. Nö. Ihnen geht's gar nicht um die Bänder. Oh, jetzt verstehe ich. Sie kriegen Ihre Pillen in der Kirche von Pala. Sie sind doch eine Kämpfernatur. Wollte der jetzt nicht noch irgendetwas sagen von der Priester? Sie sind doch eine Kämpfernatur. Ja. Kann ich das nicht sogar aufsammeln? Sie sind doch eine Kämpfernatur. Okay, naja, gehen wir erstmal zu dir. Sie sind doch eine Kämpfernatur. Okay, gut, ich würde mal sagen, wir kommen erst später nochmal hier wieder zurück. Also, hallo? Kann ich hier nicht raus? So, bevor Sie abbrechen, sollten Sie bei der Kameraden ansprechen. Wollte ich doch eigentlich. Hier, hallo. Sí, bueno.
Sí, bueno. So, das ist ihr zweitbester Kamerad. Ein bisschen komisch hier, etwas leicht verbuggt. Naja, er wird sich entweder hier oder in einem freigeschalteten Unterschlupf aufhalten. Manchmal halten sie die Mission von ihm. Wenn sie im Kampf zu fallen drohen, wird er sie retten. Okay. Ich weiß. Hasta pronto. Ja, du mich auch. So. Sie sind doch eine Kämpfernatur. Ja, natürlich, wir sind eine Kämpfernatur. Du noch irgendwas? Hallo? Sie sind doch eine Kämpfernatur. Nö, und jetzt? Alter, was ist denn das hier für ein Mist hier? Bin ich jetzt hier in einem Endlos-Bug gefangen? Sie haben mir sehr geholfen. Ich möchte mich revanchieren. Jederzeit. Fragen Sie einfach. Ich weiß nämlich, wie man Dinge findet, Probleme löst. Das habe ich in der IDF ständig gemacht. Militärdienst, nicht mein Ding. Und scheiß auf diesen Krieg, richtig? Diese Idioten wissen überhaupt nicht mehr, wofür sie kämpfen, wenn es je einen Grund gab. Ja, und weiter? Und jetzt? Moment. Mission. Jemanden in Mike's Bar finden, der Medikamente besorgen kann. Ja, Ich passe auf Sie auf, ehrlich. Ja, okay, gut, danke. Jetzt vielleicht die nochmal hin. Sie sind doch eine Kämpfernatur. Der nicht. Ja, auch nicht. Okay, also gehe ich jetzt mal endlich davon aus, dass ich hier nun mal raus kann, oder? Alter! Was ist denn das hier? War das wirklich etwas so bescheuert? Hä? Sag mal, mit wem soll ich noch reden? Der will nicht, die will nicht, der hat auch schon... Mit wem soll ich denn jetzt hier reden, verdammt? Also, noch einmal. Oder kann ich etwa hier nur in einem bestimmten Radius zu den Typen mit hin? Der nicht. Probier es doch mal bei dem hier. Hallo. Sie sind doch eine Kämpfernatur. Kann ich irgendwie dieses Band denn hier nicht aufnehmen? War doch irgendetwas, oder? Sie sind doch eine Kämpfernatur. War denn das nicht so, dass ich dieses Band hier nicht aufheben musste? Sie sind doch eine Kämpfernatur. Ja, gut, du mich auch. Du wiederholst dich ständig. So, nochmal zu dir. Sie sind doch eine Kämpfernatur. Du bist auch nichts mehr. Hallo? Ich weiß, wer du bist. Sie sind doch eine Kämpfernatur. Muy bien. Wenn du Hilfe brauchst, such nach mir. Mein Name ist Gillen. Und halt dich von den beiden Gruppen fern. Sie sind Tiere. Also, ich bin etwas leicht verwirrt. Weil das ist... Scheiße. So, also, jetzt Spiel. Ich habe jetzt mit beiden Kameraden mitgesprochen. Kann ich jetzt das Lager verlassen? Ja. Also, ich würde mal sagen, das wird mir bestimmt keine Freude werden. Das ahne ich schon irgendwie jetzt. So, aber warte mal. Wir sind immer noch hier in Mike's Bar. Hä? Was denn noch? Was soll ich denn noch hier drin? Soll ich etwa jetzt hier noch jeden hier die Hand schütteln oder was will man jetzt von mir? Alter! Also, probieren wir es noch einmal. Sie sind doch eine Kämpfernatur. So, den nicht. Du vielleicht nochmal. Weiß ich nicht so ganz genau, oder? Sie sind doch eine Kämpfernatur. Du nochmal. Komm schon, du siehst doch so danach aus. Nee. Oder wurde jetzt die Mission geändert? Nö. Sie sind doch eine Kämpfernatur. Hä? War denn das nicht so, dass ich hier dieses Teil hier aufsammeln muss? Sie sind doch eine Kämpfernatur. Und wieso? Sie sind doch eine Kämpfernatur. Und wieso werde ich hier übelst hier weggestoßen? Sie sind doch eine Kämpfernatur. Ich dachte, ich müsste hier das Teil hier aufsammeln. Sie sind doch eine Kämpfernatur. Ich bin etwas leicht verwirrt. Ich, Sie sind doch eine Kämpfernatur. Also was jetzt? Muss ich jetzt hier jetzt in die Kirche, weil ich jetzt hier wieder raus kann? Ich glaube, das ist nicht richtig. Wenn ich jetzt hier nach Pala mache zur Kirche und jetzt dort den Priester aufsuche, ich glaube, der will doch auch hier diese ganzen Bänder hier haben, oder? Wir fahren mal in Richtung Stadt und das schneide ich mal für euch mal rein. Aber natürlich wollen wir zuvor noch einen random gespawnten Koffer, den wir jetzt hier noch mitfinden wollen, gleich mal für unsere Zwecke noch mit verwenden. So, weil das kürze ich einfach so. Okay, aber wir gucken jetzt einfach mal in der Stadt mal nach. Und natürlich wollen wir auch diesen offenen Koffer hier nicht einfach mal so liegen lassen, weil das gehört sich nicht. Sonst könnte ja jemand ja diesen Diamanten hier spontan hier aufsammeln. Das geht ja nicht. Deswegen müssen wir das noch schnell mitmachen. Und weiter geht's.
In der Stadt herrscht Waffenstillstand. Wenn Sie auf jemanden schießen, werden alle das Feuer auf Sie eröffnen. Auf Ihrer Karte finden Sie die Grenzen der Waffenstillstandszone. Ja, das ist natürlich erst einmal ein feiner Zug. Aber ich check echt noch immer nicht, wieso, weshalb, warum. So. Hallo. Ja gut, der genießt erstmal hier ein schönes kaltes Bier. Da kratzt gerade einer ab. Auch gut. Und hier gibt's auch noch irgendwann Diamanten. Naja. Ja, gut. Mal sehen, wo wäre denn jetzt eigentlich diese sogenannte Kirche hier? Die wäre doch natürlich hier. Hier ist die. Ja, da ist diese Kirche. Weil das ist das Hotel, wo wir ja letztens erst angekommen sind. Jetzt mal gucken, kann ich hier rein? Nö, natürlich nicht. Weil, ist einfach so. Also das checke ich mal überhaupt nicht. Also probieren wir das Ganze halt eben noch einmal. So, du willst nichts, oder? Komm los, guck mich an. Guck mich an, du leicht daneben stehender Hengst. Keine Ahnung. Nee, der will nichts. So. Ich würde mal sagen, der hat eine ganz komische Art und Weise, wie der hier schreiben tut. Sie sind doch eine Kämpfernatur. Ja, natürlich. Die Bücher, die bewegen sich auch irgendwie. Also ich kann das da hier nicht aufsammeln. Ist das etwa jetzt so ein Bug? Eine Kämpfernatur. Weil ich dachte eigentlich, dass man diesen Kassettenrekorder doch hier aufsammeln muss. Sie sind doch eine Kämpfernatur. Oder generell, weil das liegt doch hier mit zur Verfügung. Sie sind doch eine Kämpfernatur. Ja, ja, natürlich, stimmt auch. So. Du sagst auch nichts mehr. Sie sind doch eine Kämpfernatur. Ich würde mal sagen, ich muss erstmal hier eine Lösung für diesen Bug hier finden. Sie sind doch eine Kämpfernatur. Wir sehen uns mal später wieder.